So, habe der meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Geiselsbergkarte. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mir euer Feedback in den Kommentaren und lest auch immer wieder in der Beschreibung nach. Es sind immer wieder richtig schöne neue Links mit dabei. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Im letzten Video hat man ja zwar am Anfang eine lange Einleitung gehabt, aber dafür danach dann relativ viel Timelapse auch. Ich fand das Video persönlich selber cool. Und bevor wir jetzt wirklich die letzten oder die nächsten 20 Aufnahmen, jetzt mal übertrieben gesagt, immer noch gaszillieren, machen wir jetzt heute wieder Timelapse. Und ja, so, ist dann schon wieder der Woche mal richtig geile News, also kommen wir für den LS 22 Grafik überarbeitet, und was die alles überarbeitet haben, also ich habe mir das durchgelesen, ich habe mir das angeschaut, richtig geil, ich feiere das ganze Ding. Und ja, so, jetzt sind wir am Acker, so ist schon, jetzt sind wir auf der Wiesen, und jetzt werden wir hergehen und werden ja, loslegen, und wir sehen uns dann später wieder. Bis denne.
meine Freunde, da bin ich wieder. So, wir haben jetzt das restliche Gas wirklich eingeballert im Timelapse. Ihr habt die Silo schon gesehen. Ich mache jetzt bloß mal schnell ein Büttel, weil ich finde das gespannt schaut auch so einfach geil aus. Und ich jetzt die ganze Zeit nicht wirklich Luft gehabt habe, weil man denkt, ich würde jetzt einfach der Vierte werden. Aber das Gespann hat Potenzial. Ich hoffe, dass wir beim dritten Schnitt, wenn wir da überhaupt noch einen Platz haben in irgendeinem Silo, dass wir dann mal mit dem und mit unserem Ladung fahren können. Das war geil. Und ihr seht auch, der Sprit ist, wir haben bald tot. Also der Bulldog muss jetzt dann auf jeden Fall dankt werden. Auf schnellstem Wege. Also wir bleiben jetzt dann schnell im Hof auf der Biogas stehen, dann schauen wir schnell nach. Das ist ja gleich gemacht, den ein wenig verdichten. Und dann den wir Olon, das ist auch noch ein wenig auseinander, also verdichten den wir nicht gleich komplett, mit dem bloß ein wenig auseinander schön. Dann den wir schnell Olon und dann den wir erst verdichten und Zodecker und alles. Also ja. Oh, da müssen wir jetzt mal schauen, so. Aber jetzt müssen wir erst mal schauen, dass wir überhaupt mit dem Tank bis zur Biogas kommen und vor allem, dass wir mit dem Tank dann noch bis zur Tankstelle kommen. Das wird interessant. Also wir haben jetzt wirklich laballert. Das merkst du nicht gleich, dass du 330 PS so klar kriegst. Dass der so viel Saffer da hat. Naja, gut. Ist halt so. Ich würde jetzt dann eigentlich nur GST fahren, die nächsten Male, aber dann habe ich mir jetzt gerade gedacht, so wirklich, ja, eigentlich muss ich es machen, irgendwo am Hoch übernimmt, aber wir meinen es mal, also werden wir wahrscheinlich die nächsten Male dann GST fahren. Und dann schauen wir mal, dann wird dann wahrscheinlich alles dreschen ziemlich bald kommen, dann kommt das Pressen und dann kommt eigentlich auch schon kurz auf der Mais. Weil jetzt ist ja noch ein bisschen zu hellgrün der Mais, aber das wird sich jetzt auch noch ändern. So. Also, dann schauen wir jetzt nur schnell geschwind auseinander. Ihr habt es ja gemeckert, ich habe jetzt da drei Viertler hergeschoben. Und ungefähr so weit da, also hier unten breiter und dann hinten nach oben ein wenig schmäler werden. Das Maß ist für uns auf der Biogas auch. Halten wir jetzt nicht als Vorbild genommen, das war eigentlich eher unbeabsichtigt. Und dummerweise. Und da schauen wir es eigentlich mit dem Schüttel. Bin jetzt echt gespannt, weil das jetzt da dann wird, weil da kann ich jetzt eigentlich auch mit der Mitte durchstechen. Alter, das ist jetzt, was da liegt, schon wieder. Naja, da kannst du schon wieder sonst was machen damit. Boah. Und natürlich müssen wir dann auch einen ganzen Scheißdeck von innen und mit einschalten, von außen einschalten und also. Da haben wir jetzt dann auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, aber man sieht ja, wir haben ein wenig schmäler zusammengegangen, also. Ja, das passt schon so. Ich schreibe dieses Mal wegen der Umme, weil da hier über haben wir ja so wenig Material im Gebäude. Teilweise. Es hat ein bisschen mehr Material gegeben. Aber da hier oben sehen wir schon, da haben wir schon an der obersten Kanten. Mit dem oberen Viertel da. Also ich hätte es nicht glaub gehabt, aber wow. Da ist jetzt glaube ich scharf wegen weit unten gewesen. Gobi, aber naja. Ja, da war Gobi jetzt gerade wegen zu weit unten. Und wieder wegen zweiter und Cut. Naja, wurscht. Das biegeln wir schon zusammen, dass passt. Einfach da wegen überall drüber schieben und dann hinterwärts anschieben.
Also es war jetzt ungefähr so wie so viel wie vom letzten Mal. Es war jetzt ein bisschen weniger, aber es war im Endeffekt fast die gleiche Menge. Also recht viel war da nicht um, mal so. Aber hey. So, aber Leute, wir haben jetzt wieder 2 Wochen Aufnahmepause, dann machen wir in Geiselsberg, nicht in Geiselsberg, in Thüringen wieder weiter. Und dann, ja, geht es eigentlich so langsam auf dem LS22 zu, wenn beim nächsten Mal jetzt sogar schon von jedem Projekt die letzten Folgen da, abbrechen. Das weiß ich selber noch nicht, das kommt jetzt selber dann drauf an, wie alles fallen dort. Kann sein, kann nicht sein, weiß ich nicht. Heiland, okay. Weil wenn du her schaust, was da jetzt eigentlich schon wieder für Großbecher nicht. Und ich sag's ja bloß ungern, aber wow, soll ich das hinfüttern, Alter? Das wird diesmal wieder schön im Massen, also. Ja, nein. Ist halt dann so. Wo ist er wegen vergeigt? So. Aber meine Freunde, wir sind fertig für heute mit dem heutigen Video. Natürlich, ich hoffe immer, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo nicht da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, Like, Abo nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut's eine, wir hören uns. Bis dann.